Sanja Salla, alle miteinander. Wie einige von euch vielleicht wissen, bin ich nicht nur Spielerin bei Frosty, sondern ich leite auch eine Simjala-Kampagne. Und das jetzt schon seit einigen Jahren, denn wir sind nicht besonders häufig zum Spielen gekommen in der Zeit. Aber es ist jetzt endlich soweit, meine Gruppe steht kurz vor dem letzten Akt und tja, ich habe mir diese Kampagne damals ausgesucht, weil mich das Thema gereizt hat. Und ich habe dann ein bisschen enttäuscht festgestellt, dass dafür, dass es die Simjala-Kampagne heißt, eigentlich nur ein relativ kleiner Teil in Simjala spielt. Also das ist vielleicht so das letzte Fünftel, wenn überhaupt. Naja, ich habe mich davon nicht abschrecken lassen und habe mir gedacht, ja, wir machen das. Und habe mich aber immer irgendwie auf diesen letzten Teil gefreut. Tja, jetzt ist es soweit. Und mit all der Erfahrung, die ich in den Jahren, die vergangen sind, angesammelt habe, muss ich sagen, der letzte Teil ist gar nicht so gut. Also, die Kampagne hat immer mal wieder gewisse Schwachstellen, die wir irgendwie bewältigt haben, mal besser, mal schlechter. Aber, also gerade mit dem Ende bin ich nicht so glücklich. Und ich werde da einiges ändern, bevor ich das mit meiner Gruppe spiele. Und ich nehme das zum Anlass, um euch einen Ein- bzw. Überblick zu geben, was in der Kampagne problematisch ist und wie man dem vielleicht begegnen kann. Denn ich bereue es nach wie vor nicht, die Kampagne angefangen zu haben. Wir hatten viel Spaß mit den Abenteuern, aber ich sehe auch immer deutlicher, dass die Kampagne sicherlich nicht ohne Makel ist. Und an einigen Sachen kann man was machen und vielleicht könnt ihr ja davon profitieren, dass ihr, bevor ihr anfangt, schon wisst, auf was für Probleme man da stoßen kann. Und vielleicht helfen euch auch ein paar Ideen dazu, wie ich damit umgegangen bin oder wie ich heute damit umgehen würde, nachdem ich gesehen habe, was schiefgegangen ist. Die Simjala-Kampagne besteht aus drei Abenteuern: Namenlose Dämmerung, Stein der Marder und der Basiliskenkönig. Das erste Abenteuer würde ich vielleicht eher als Präludium bezeichnen, denn es ist so viel kürzer als die beiden nächsten, dass man das eigentlich gar nicht vergleichen kann. Und ich habe auch meine Kritik weniger nach den Abenteuern als nach Schauplätzen sortiert, denn also meines Erachtens hätte man auch ein neues Abenteuer anfangen, wenn jeweils der große Schauplatz wechselt. Namenlose Dämmerung ist von Thomas Finn. Stein der Marder, dann von Lena Falkenhagen und den Basiliskenkönig haben sie dann beide gemeinsam geschrieben. Alle drei Abenteuer sind ursprünglich für DSA 3 erschienen und wurden dann aber für DSA 4 angepasst und noch einmal in dem Kampagnenband Schatten über Simjala neu herausgegeben. Man merkt das ein bisschen, wenn man es mit 4.1 Regeln spielt. Aber es sind keine so großen Sachen, dass ich da jetzt besonders darauf eingehen würde. Zeitlich spielt das Ganze kurz nach der Borborat-Kampagne, aber es enthält sehr wenig Spoiler zur Borborat-Kampagne. Die Simjala-Kampagne baut viel mehr auf Phileason auf und es treten auch gewisse Meisterpersonen aus der Phileason-Saga wieder auf. Die Atmosphäre des Ganzen ist, ja, ich würde sagen, magisch bis hin zum puren Kitsch. Ich meine, es ist eine Elfenkampagne. Also man kann den Kitschfaktor zurückfahren. Man muss jetzt nicht jede Blütenfee und jeden Grummelgnom mitnehmen, der in dem Ganzen vorkommt. Aber, also sagen wir mal, dieser Aspekt sitzt schon tief und er gehört für mich auch zu der Kampagne. Und manches davon mag ich auch sehr gerne, also Einhörner, Hippogriffe oder eben auch die elfischen und später dann hochelfischen Meisterpersonen. Ich mag das, aber ich finde auch, dass das Ganze irgendwie ausbalanciert sein muss. Und ich finde, die Simjala-Kampagne balanciert eigentlich diesen kitschigen Aspekt ganz schön durch
jede Menge Blut, Tod und vor allem auch Verrat aus. Aber speziell auf das Thema Verrat werden wir später noch zu sprechen kommen. Denn der ist einerseits stimmungsvoll, andererseits kann der aber auch zu einem Problem werden. Beginnen wir mit Namenlose Dämmerung von Thomas Finn. Ich finde, Namenlose Dämmerung ist eine ziemlich runde Sache, also ein ziemlich gelungenes Abenteuer, das man durchaus auch unabhängig von der Kampagne spielen kann. Es ist für die Spielleitung sehr einsteigerfreundlich, finde ich. Also man muss als Spielleitung noch nicht so viel können, um das gut über die Bühne zu bringen. Es ist relativ linear, aber es ist eine Art von Linearität, wo ich denke, dass sich die meisten Gruppen nicht dagegen auflehnen werden, weil man folgt halt einfach den einzigen relevanten Plotpoints und es gibt nicht so viele Alternativen, was man Interessantes tun könnte stattdessen. Das erste Problem, auf das ich bei dem Ganzen gestoßen bin, war die Treibjagd. Das Abenteuer sieht relativ zum Einstieg eine Jagd auf den weißen Hirsch vor. Ein Topos, den man auch aus der mittelalterlichen Artus-Epik kennt. Und der weiße Hirsch ist halt nicht so wirklich ein Tier, sondern der weiße Hirsch ist auch schon in den mittelalterlichen Texten ein Symbol. Jetzt war es aber so, dass meine Gruppe diesem ganzen Ritter- und höfische Jagdthema nicht so viel abgewinnen konnte. Also es waren eher Charaktere mit niedrigem SO und außerdem noch ziemliche Tierfreunde. Das heißt, die standen dieser Treibjagd, die da vorgesehen war, um den Hirsch eben aufzuspüren, eher ablehnend gegenüber und waren da eigentlich null motiviert, da irgendwie mitzugehen oder mitzumachen. Zwei Charaktere haben sich dann mit Mühe und Not motivieren können, weil sie mir eben keine Steine in den Weg legen wollten. Aber dadurch hätte sich die Gruppe getrennt. Und zwar für sehr lange Zeit, also für viel länger, als den Spielern zu dem Zeitpunkt klar sein konnte. Und das hat mich ein bisschen in die Bredouille gebracht. Muss vielleicht nicht bei jeder Gruppe so sein, aber das hat sich bei mir als gewisser Knackpunkt in dem Abenteuer erwiesen. Es wäre tatsächlich noch einfacher gewesen, wenn gar keiner der Helden mitgegangen wäre, denn dann hätte ich sagen können, ja, nach der Treibjagd ist Alarich von Falkenwind, die Damsel in Distress Nummer 1 in dieser Kampagne, verschwunden und ihr müsst gehen und ihn retten. Dann hätte ich die Begegnung mit dem weißen Hirsch nachliefern können und alles wäre in Ordnung gewesen, aber gerade dadurch, dass sich die Gruppe getrennt hat, hat das bei mir ziemliche Probleme gemacht. Aber ansonsten, wie gesagt, ist das eigentlich ein Abenteuer, das sehr gut funktioniert. Das Einzige, was ich im Rückblick ändern würde, ist die Sache mit dem Namenlosgeweihten. Es gibt sehr klassisch einen Vierungeweihten in dem Abenteuer, der eigentlich ein Namenlosgeweihter ist. Naja, der tritt eben als Antagonist auf. Er benimmt sich jetzt nicht so super dämlich, dass er aus dem Gebüsch springt und sagt, haha, ich bin ein Geweihter des Namenlosen. Aber er lässt sich halt bei seinem finsteren Ritual erwischen. Das finde ich aber noch okay, weil, naja, das kann ja jedem Bösewicht mal passieren. Ich würde es allerdings tatsächlich so lösen, dass die Helden zu dem Zeitpunkt nicht erfahren, dass das ein Namenlosgeweihter war. Also ich würde da Hinweise streuen, dass irgendwas mit dem komisch war. Also die namenlosen Liturgien, die er wirkt, die könnten die Helden, je nachdem, wie gut sie sich mit Magie auskennen, eben als Magie auslegen. Oder ihnen könnte eben auch auffallen, dass das keine Magie ist. Aber deswegen müssen sie ja noch lange nicht wissen, dass das was mit dem Namenlosen zu tun hat. Also ich würde hier sehr deutlich machen, dass irgendwas mit dem nicht stimmt. Und dass da irgendwas komisch ist und sie können den auch gerne zur Strecke bringen, gar kein Problem. Aber ich würde da einfach Infos zum Namenlosen noch zurückhalten. Denn da können sie dann im zweiten Abenteuer immer noch drauf kommen. Nämlich in Stein der Marder. In Stein der Marder werden die Helden von Naheniel Quellentanz nach Punin geschickt. Und zwar in erster Linie für Bibliotheksrecherche. Diesem Abenteuer sind 25 Textquellen beigefügt,
Was mein Akademikerherz zwar höher schlagen lässt, aber was, wenn wir mal ganz ehrlich sind, im Medium Rollenspiel nur so mittelgut funktioniert. Also es geht eigentlich darum, mehr über den Standort von Simyala und wie man da reinkommen könnte herauszufinden. Aber es ist auch ganz viel Zeug über Mada und auch über den Namenlosen mit dabei. Also die Kirsche auf der Torte sind die Chroniken von Ilaris, die die Helden in diesem Abenteuer an sich bringen müssen, weil dort eben ein paar sehr entscheidende Dinge zum Thema Simyala drinstehen. Also wie gesagt, dieser Rechercheteil ist problematisch. Also es mag Gruppen geben, die das gerne machen und man kann es sicher auch irgendwie aufwerten und strecken, dass nicht alle Textquellen auf einmal kommen. Aber insgesamt würde ich sagen, es ist zu viel. Aber das war nicht das größte Problem, das wir mit dem Abenteuer hatten. Ich bin anfangs drüber gestolpert, dass die Helden nicht als allererstes bei ihrer Kontaktperson Janis Di Rastino von Nordhain aufgeschlagen sind. Diesen Auftrag hatten sie eigentlich von Naheniel Quellentanz und die sollte ihnen vor Ort weiterhelfen. Problem: Meine Heldengruppe hatte auf dem Weg das Gastgeschenk an die Baronin kaputt gemacht und hatten deswegen ein sehr schlechtes Gewissen und haben sich erstmal nicht getraut, da aufzuschlagen. Und es gibt quasi kaum ein Plot-Event, das getriggert werden kann, bevor die Helden bei der Baronin waren, so dass sie sich erstmal etwas festgefahren haben und ich nur den Teil in der Magierakademie machen konnte, weil sie da nämlich nach einem Magier gefragt haben, der das vielleicht reparieren kann, was sie da kaputt gemacht haben. Das weit größte Problem bei dem Abenteuer war bei meiner Gruppe, dass von den verschiedenen Fraktionen, die sich in Punin in den Haaren liegen, eine Fraktion, mit der die Helden eigentlich gemeinsame Sache machen sollten, im Abenteuer sehr dumm rüberkommt. Und diese Fraktion ist dummerweise auch noch ein Ableger der Fexkirche, was das nochmal doppelt peinlich macht. Und zwar ist das die sogenannte Sha'ai Mada, also Mada-Kultisten im Umfeld der Fexkirche, die durch das Sammeln von Madamanten die Mondgöttin Mada befreien wollen. Das Problem ist, diese Mada-Kultisten stellen hier Forderungen an die Helden, benehmen sich super kryptisch, haben ihrerseits null zu bieten, sodass meine Gruppe einfach gesagt hat, nee, die sind unfähig, die wissen gar nichts, wieso sollten wir mit denen gemeinsame Sache machen? Also war dann sehr schwierig, weil die Zusammenarbeit mit diesen Mara-Kultisten ist für das Abenteuer ja schon ziemlich entscheidend. Also hier würde ich eventuell versuchen, über die Mara-Kultisten Infos zum Namenlosen einzustreuen. Denn denen würde ich durchaus zutrauen, dass sie da irgendwie mehr wissen. Denn Mada als gefesselte Göttin hat ja schon gewisse Parallelen zum gefesselten namenlosen Gott. Also ich weiß nicht, ob das die beste Lösung ist, aber sorgt dafür, dass diese Mada-Kultisten den Helden irgendwas geben und nicht nur kryptisch herumschwurbeln und ihnen einfach gar nichts sagen. Dann kommen wir auf das Thema Verrat zu sprechen. Im ersten Abenteuer wurden die Helden sozusagen von dem vermeintlichen Firun-Geweihten verraten. Also der tritt am Anfang des Abenteuers als völlig am Boden zerstört auf, weil irgendein Unbekannter die Ifirn-heiligen Schwäne abgeschlachtet hat. Und meine Heldengruppe haben den getröstet und wollten dem helfen und haben versucht, das aufzuklären. Und naja, am Ende war es dann halt der namenlos Geweihte, der versucht hat, sie umzubringen. Sowas kann man einmal machen, aber das Thema Verrat, das ja auch viel mit dem Namenlosen zu tun hat, kommt eben in der Kampagne immer wieder. Im Punin-Teil retten sie eine Person und als Spielleiter wisst ihr sicher, dass Leute, die man gerettet hat, einen enormen Vertrauensvorschuss genießen, denn sie schulden den Helden ja was. Und deswegen kommt da, denke ich, keine Gruppe darauf, diese Person irgendwie zu verdächtigen. Aber auch die erweist sich eben dann am Ende als Anhängerin des Namenlosen. Und also nachdem das rauskam, war meine Gruppe lange Zeit völlig paranoid und das war der Kampagne wirklich nicht zuträglich. Also das möchte man nicht.
Und dieser zweite Verrat war auch noch nicht der letzte. Denn auch das dritte Abenteuer enthält wieder einen großen Verrat an den Helden. Und ja, beim zweiten Verrat würde ich noch mitgehen, aber also spätestens beim dritten würde ich da was dran machen. Ein weiteres Problem von dem Punin-Teil ist die Einführung von Beorn dem Blender. Ich hatte ja schon gesagt, dass die Simjala-Kampagne stark auf der Filiason aufbaut und die Simjala-Kampagne enthält eben das Ende von Beorn dem Blender. Und der tritt ab dem Punin-Teil als Antagonist auf. Nicht so sehr als schlechter, sondern als durchaus charismatischer Bösewicht, der sich nicht so in die Karten schauen lässt und die Helden auf erstmal eher freundliche Weise auf seine Seite zu ziehen versucht. Das Abenteuer sieht vor, dass hier Infos über die Filiason-Saga, über Zeitungsartikel und einen Travia-Novizen aus Torval eingespielt werden. Aber das ist alles sehr plump. Also später tritt dann auch Mutter Shaya auf, die Travia-Geweihte, die mit Filiason unterwegs war. Und ja, auch dass die dabei ist, ist ein wenig an den Haaren herbeigezogen, aber nicht so an den Haaren herbeigezogen wie diese eingespielten Infos in Punin. Deswegen würde ich so machen, dass ich in Punin überhaupt nicht aufkläre, wer dieser charismatische Antagonist ist, der hier auftritt. Man kann ihn sogar Beorn nennen, er könnte auch unter falschem Namen auftreten, aber ich sehe eigentlich kein Problem darin, wenn er sich als Beorn vorstellt. Und ja, was dem sein Hintergrund ist, müssen die Helden ja erstmal gar nicht wissen. Eine ähnliche Sache ist es mit Zadig von Volterach, denn ja, der spielt auch eine Rolle in der Kampagne. Den bekommen die Helden zweimal zu Gesicht, bereits einmal im ersten Abenteuer in einer, ja wie soll ich sagen, Vision. Und da ist eine relativ einfache Probe auf Götter und Kulte vorgesehen, um ihn als Zadig von Volterach zu identifizieren. Das ist furchtbar schlecht, macht das nicht. Sagt ihn einfach gruseliger Typ mit einem rasenden Mahlstrom in der leeren Augenhöhle und belasst es dabei. Und so könnt ihr es auch beim zweiten Mal in Punin, wenn er dann in einem magischen Spiegel erscheint, nochmal machen. Man muss nicht wissen, dass er Zadig von Volterach ist. Also, keine Ahnung, vielleicht kann er sich später irgendwie vorstellen oder so. Aber das über eine nicht mal besonders schwierige Götter- und Kulteprobe zu regeln ist, brrr. Was auch ein bisschen knapp war bei mir, war, dass die Helden Beorn versucht haben, durch den Spiegel zu folgen. Was halt einfach für den Spielercharakter das Ende gewesen wäre, weil dann wären sie mit Beorn dem Blender und Zadig von Volterach alleine gewesen. Aber naja, mein Gott, dann lässt man sie eben einfach gegen die Spiegelscheibe prallen. Von Punin aus geht es dann über einen Zwischenstopp bei Naheniel und einem kurzen Aufenthalt in Donnerbach in die Salamandersteine. Dieser Wildnisteil ist, ja, ich würde jetzt nicht sagen übermäßig gut gelungen oder so, aber er funktioniert. Es ist halt einfach ein normales Wildnis-Reiseabenteuer. Auch hier kann man ein bisschen variieren, wie hoch man den Kitschfaktor haben möchte. Denn dieses Magische der Salamandersteine kann man ja auf sehr unterschiedliche Art darstellen. Ob das jetzt mit Biestingern sein muss oder eher mit so Elementen, dass man die Orientierung verliert oder so, das kann man sich ja aussuchen. Also dieser Reise-Wildnis-Teil hat bei meiner Gruppe sehr gut funktioniert. Und eines der absoluten Highlights der Kampagne waren die Begegnungen mit ihren eigenen Doppelgängern. Die muss man sich als Spielleiter selbst überlegen, eben passend zu jedem Charakter und seinen Nachteilen, die dann eben mit diesen Doppelgängerbegegnungen angespielt werden sollen. Aber bei uns wenigstens ist das super gut gelungen. Zu dem Zeitpunkt hatten sie die Charaktere lang genug gespielt, dass ich da Material hatte. Und ich glaube, das war eine der Sachen, für die ich in der Kampagne bisher das meiste Lob bekommen habe. Also da lohnt es sich wirklich, Arbeit reinzustecken, denn das kann richtig toll werden. Wir hatten auch einen sehr schönen Kampf gegen einen Graqualot in Madayas Träumen.
der war sehr stimmungsvoll, war eine Herausforderung. Ich bin insgesamt ein großer Fan von Heldengruppe gegen Monster. Und der hat meine Gruppe ziemlich fertig gemacht. Dagegen war dann der Kampf gegen Zarek von Volterach, also das eigentliche Finale, ziemlich lahm. Also das mag auch ein bisschen meine Schuld gewesen sein, aber also der eigentlich relevante Kampf bei uns war der gegen den Graqualot. Und Zarek von Volterach hat meine Helden dann nicht mehr so wahnsinnig beeindruckt. Also da schaut vielleicht, dass ihr meine Fehler nicht wiederholt. Nach dem Showdown am dunklen Brunnen beginnt dann schließlich auch das dritte Abenteuer, der Basiliskenkönig. Und es gibt auch wieder einen Schauplatzwechsel, nämlich ist das nächste Ziel der Thron der Winde, wofür die Heldengruppe erstmal von einer Herde Hippogriffen zur grünen Ebene rübergeflogen wird. Auch hier, diese Reise über die grüne Ebene hat bei mir gut funktioniert. Auch Travingen war sehr schön, wo dann die Göttin Travia einen der Helden erwählt hat und ihm eben gesagt hat, dass sie nicht möchte, dass Bjorn der Blender einfach getötet wird, sondern sie ist der Meinung, dass es für den noch Hoffnung gibt und der Held soll ihm doch bitte sehr ausrichten, dass sie ihn immer noch liebt. Tja, gerade vor diesem Hintergrund wirft es kein so wahnsinnig gutes Licht auf Bjorn, dass er am Rabenpass ziemlich sinnloserweise einen Haufen Boron-Geweihte abgeschlachtet hat. Steigert jetzt die Sympathien für Bjorn nicht unbedingt. Dann, um am Rabenpass weiterzukommen, müssen die Helden die Todesmelodie in der Grotte, wo angeblich Hassafars Herz liegt, zum Verstummen bringen. Wenn nicht zufällig einer der Helden den Silentium kann und man sich auch nicht auf Ariana Einhorngruß, die Steppenelfe, die sie begleitet, verlassen will, dann braucht man dafür den Anhänger des Klostergründers Bestajew, der da unten in der Krypta gestattet ist. Also meine Helden hätten niemals dem sein Grab geschändet und wären für immer in diesem Kloster festgesessen. Das war mir aber schon vorher klar, deswegen habe ich das Grab durch die Goblins schänden lassen und habe das fragliche Amulett auf den Boden geworfen und habe dann, als einer der Helden es aufgehoben hat, um es zurückzulegen, sehr deutlich gemacht, was dieses Ding tut. Also so mit Taubheitsgefühl auf den Ohren und solchen Tricks. Und dadurch haben sie es zwar erstmal zurückgelegt, aber als dann klar war, was sie tun müssen, um weiterzukommen, sind sie dann zurückgekommen, haben Bestajew 100-mal um Entschuldigung gebeten und haben sich seinen Anhänger ausgeliehen. Tja, es folgt dann der eigentliche Thron der Winde und das Gespräch mit Dagal dem Wahnsinnigen. Eine extrem coole Idee von Lena Falkenhagen. In der Theorie, in einem Buch oder Film oder so, wäre das eine fantastische Szene. Aber ich war schon beim Durchlesen sehr skeptisch, wie das in einem Rollenspiel funktionieren soll. Also die Spieler müssen Fragen stellen und sie müssen auch noch die richtigen Fragen stellen. Und man muss entweder wahnsinnig schnell aus den vorgegebenen Textbausteinen die richtigen herauspflücken oder sich spontan was einfallen lassen. Denn mit jeder Frage und jeder Antwort ändert sich auch die komplette Szenerie, in der sich die Helden befinden und wie Dagal aussieht und was für ein Instrument er spielt. Und das passt eben immer sehr schön und hat sehr viel Aussagekraft, aber das on the run zu entwickeln, Also ich würde sagen, bei uns hat es nur deswegen funktioniert, weil ich einem Spieler vorab Informationen gegeben habe, dass ich quasi einen hatte, der mich bei der ganzen Sache unterstützen kann. Also wenn ich das einfach so laufen hätte lassen, das wäre eine Katastrophe gewesen. Aber ja, also wir haben das irgendwie über die Bühne gebracht und der Thron der Winde war dann an sich nicht mehr so das Problem. Es folgt dann nach der Rückkehr in die Grafschaft Waldstein ein kleines, ich würde sagen, Zwischenabenteuer. Es nennt sich Sternenstaub und Zauberranke
und ist um so ein Dornröschen-Motiv herumgebaut. Denn während die Helden weg waren, hat Beorn der Blender mit seinen Leuten die Gräfin Nahiniel überfallen und die Harfe der Winde, die dann eben am Thron der Winde auch wieder auftaucht, an sich gebracht. Im Zuge dieses Überfalls ist die Gräfin, ihre Nichte Alejandriel und diverse Gäste, die zu dem Zeitpunkt da waren, um das weitere Vorgehen zu planen, in einen Dornröschenschlaf gefallen. Und die ganze Burg ist mit tödlichen Pflanzen überwuchert. Das ist ein Abwehrmechanismus des Humusschlüssels, den Tenobal Totenamsel aus dem Güldenland mitgebracht hat. Denn auch Tenobal ist ein mächtiger NSC, der in der Kampagne eine Rolle spielt. Vielleicht kennt ihr ihn auch eher unter dem Namen der Rote Pfeil. Diesen Dornröschen-Schlossteil finde ich persönlich ganz nett. Man muss den aber nicht unbedingt nach dem Thron der Winde spielen. Ich habe den zum Beispiel ausgegliedert, denn da bei meiner eigentlichen Gruppe über ziemlich lange Zeit kein Termin zustande kam, dachte ich mir, man könnte den ebenso gut mit einer anderen Gruppe spielen. Und so hat dann halt eine andere Heldengruppe, während die eigentlichen großen Helden von Simyala abwesend waren, vor Ort dieses Problem um die Burg Silz gelöst. Das war ganz nett, ich mochte das Abenteuer sehr. Und diese Heldengruppe, die ist dann später auch der Hauptgruppe begegnet und hat sich durchmischt. An dem Abenteuer ist eigentlich nicht viel auszusetzen, nur eine Kleinigkeit finde ich heutzutage wirklich nicht mehr angemessen. Und zwar gibt es in dem Abenteuer Harpien und diese Harpien haben einen jungen Mann aus dem Dorf entführt und zwar zu Fortpflanzungszwecken. Und also das Abenteuer lässt quasi durchblicken, dass die den vergewaltigt haben. Und der Ton, in dem das Abenteuer das rüberbringt, macht sich gewissermaßen darüber lustig und zieht das ins Lächerliche. Das muss ich sagen, finde ich nicht so angemessen, denn Vergewaltigung ist nicht witzig. Ich habe das deswegen ein bisschen entschärft. Also die Harpien haben den jungen Mann entführt und wollten auch was von dem, aber er hat sich in einem Kleiderschrank versteckt. Und die Harpien haben dann versucht, ihn mit, sagen wir mal, sehr unpassenden Geschenken, also toten Kaninchen und sowas, für sich zu gewinnen. Und er war halt in dem Schrank soweit sicher und die Helden haben ihn dann irgendwann gerettet. Und er war halt sehr ausgehungert und halb am Verdursten. Aber ja, ihm ist jetzt nichts Schlimmes passiert. Und es war dann tatsächlich auch ein bisschen lustig, wie gesagt, weil die Harpien sich halt mit allen möglichen unpassenden Geschenken versucht haben, bei ihm einzuschleimen und ihn aus dem Schrank zu locken. So, ich habe jetzt schon ganz schön lange geredet. Ich glaube, es wird Zeit, dass wir mal zum wichtigen Teil kommen. Denn mein Hauptanliegen bei der Überarbeitung ist ja eigentlich der letzte Teil, weil das eben momentan für mich akut ist. Nach diesem Dornröschen-Interludium kommen die Helden dann endlich nach Simyala. Also sie müssen noch ein Wipfelschiff im Wald finden, das sie eben durch den Spiegelbann bringen kann, weil der Spiegelbann das als zur Stadt gehörig ansieht und deswegen durchlässt. Und sie landen dann tatsächlich abstürzenderweise in Simyala. Mit dabei haben sie einen ganzen Haufen magischer Artefakte, unter anderem die Harfe der Winde und drei wichtige NSCs, die Gräfin Nahiniel Quellentanz, ihre Nichte Alejandriel Quellentanz, die dann nach dem Abenteuer und Nahiniels Tod zur Gräfin werden wird, und Tenobal Totenamsel, besser bekannt als der Rote Pfeil, mit dem Humusschlüssel aus dem Güldenland im Gepäck. Das sind drei interessante NSCs, die auch kompetent rüberkommen sollten. Und ich hatte im Vorfeld schon gemerkt, dass drei davon mir ein bisschen zu viel sind. Deswegen habe ich den Absturz genutzt, um Tenobal von der Gruppe zu trennen. Denn der ist sicherlich der mystischste von den dreien, der am schwersten zu spielen ist. Und deswegen wollte ich den loswerden. Und er ist tatsächlich auch ein bisschen ein Einzelgänger.
Und so habe ich halt beschlossen, nachdem er die anderen nicht sofort wiedergefunden hat, dass er sich dann eben alleine auf die Suche gemacht hat nach dem Ort, wo der Humusschlüssel eben letztlich hin soll. Alejandra ist ganz okay zu spielen, sie ist noch am nähersten an der normalen Abenteurer-Au-Elfe dran. Und Naheniel tritt bei mir in erster Linie als Ratgeberin auf. Also sie ist weise und man kann sie immer fragen. Aber also die Helden haben sie noch nicht oft zaubern sehen oder so. Und wenn, dann sind das halt keine Zauber, die im Kampf irgendwie nützlich wären. Also nicht sowas wie Acceleratus oder so. Sondern eher sowas wie Verständigungsmagie. Also bei mir haben Tenobal und Naheniel sich dann auch miteinander in Verbindung gesetzt über Gedankenbilder und sie wussten dann quasi, dass es Tenobal gut geht. Und man hat sich dann verabredet, aber ich habe das dann immer noch ein bisschen hinausgezögert, bis sie dann tatsächlich wieder mit ihm zusammengetroffen sind. Dann Schwachpunkt in dem Ganzen. Die Helden sind ja eigentlich in Simjela, weil ihnen seit mehreren Abenteuern alle Leute ständig sagen, ja, da war dieser Basiliskenkönig und der ist wahrscheinlich nicht so tot, wie wir immer dachten. Und das Einzige, was ihn daran hindert, über euer Heimatdorf hinweg direkt nach Gareth zu spazieren, ist eben dieser magische Spiegelbann, den die Hochelfen in ihrer Not noch errichtet haben, um ihn drinnen zu halten. Naheniel soll diesen Spiegelbann mit der Harfe der Winde und dem richtigen Lied reparieren. Und die Komponenten sind zu diesem Zeitpunkt endlich alle vorhanden. Das heißt, die erste Frage war, nachdem sie in die Stadt gestürzt sind, warum sollte Naheniel nicht jetzt sofort das Lied spielen und das Problem ist gelöst? Naheliegender Gedanke? Ich habe das so gelöst, dass der Spiegelbann in Wahrheit eben nicht schon lange am Bröckeln ist, wie es ihnen immer alle gesagt haben, sondern dass es dem Spiegelbann eigentlich noch ganz gut geht. Und der dann erst, nachdem die Helden schon ein paar Tage in Simjela sind, von Beorn und dem 13. Wind zerschmettert wird. Also so, dass sie tatsächlich die Scherben des Spiegelbands nach unten rieseln sehen können. Und dann eben klar ist, okay, jetzt wird die Harfe und dieses Lied gebraucht. Es gibt dann eine Reihe von Stationen, die die Helden erstmal abklappern können, denn sie müssen sich ja erstmal in der Stadt orientieren. Denn sie wissen ja eigentlich gar nicht, wohin, und insofern ist dieses Erkunden erstmal natürlich und man kann so ein bisschen was über die hochelfische Kultur vermitteln. Etwas problematisch fand ich die Bibliothek von Simjela, denn die ist nicht wirklich ausgestaltet, abgesehen davon, dass gesagt wird, ja, es ist eine lebende Bibliothek und die Texte sind eben auf Blätter geschrieben. Das ist ein schöner Ansatz, den habe ich ausgebaut. Aber diese Einstellung, haha, von der euren Helden kann doch sowieso keiner Astaria. Also wenn ich mir einen Spielerelfen für eine Elfenkampagne baue, dann gebe ich dem Astaria auf einem brauchbaren Wert mit. So war es eben auch bei meiner Gruppe und ich war darauf auch vorbereitet. Und zwar habe ich mir die beiden Elfenromane von Stefan Unterhuber hergenommen, die ein bisschen mit dem in Verbindung stehen, was die Helden dann später noch erleben werden. Und ich habe das dann so geplant, dass je nachdem, wie lange die Gruppe Lust darauf hat, dass ich dann einfach zufällige Stellen in den Büchern aufschlage und ihnen Stücke davon vorlese. Also ich wollte es nicht übertreiben, denn naja, das ist im Grunde das gleiche Problem wie mit den Textquellen im Punintal. Deswegen ging diese Bibliotheksrecherche dann irgendwann in einen Kampfencounter über, denn unter den ganzen beschriebenen Blattpflanzen verbarg sich dann eben irgendwann irgendwo eine Braunschlinge. Und dann hatten wir einen Kampf in der Bibliothek und damit war das Ganze dann auch weitgehend abgehandelt. Eine weitere dieser Sightseeing-Stationen ist der unsichtbar machende Zaubermantel von Geron, dem Einhändigen, den die Spieler aber nicht benutzen können, weil es total tödlich ist, den anzuziehen. Diese Station ist für mich pure Spielerverarschung, deswegen habe ich den einfach gestrichen. Es gibt keine Notwendigkeit, dass der Mantel da rumliegt. Und alles, was er tut, ist den Spielern etwas zu zeigen, was sie haben möchten, aber nicht haben können. Also da sehe ich keinen Mehrwert drin.
Nächstes Problem. Bereits ganz am Anfang im ersten Abenteuer hören die Helden ein Lied über den Untergang von Simiala, wo auch schon gesagt wird, dass sich die Hochelfen in Katzen verwandelt hätten, um gegen die Heerscharen der Ratten zu kämpfen, die mit dem Basiliskenkönig gekommen sind. Ich zitiere: Ein Drittel der Elfen, sie starben in Pein, ein weiteres fiel den Scharen von Ratten anheim. Die letzten der Elfen, sie fassten den Mut, als Katz sich zu wehren der nagenden Flut. Sie wetzten die Krallen zu halten, die Wacht, die Bestie zu binden bei Tag und bei Nacht. Diese Katzenverwandlung ist eines der märchenhafteren Motive der Simiala-Kampagne. Und ich finde es insofern auch ganz passend, da die Katze, speziell der Lux, ja mit der Göttin Zerzal verbunden ist, die den überlebenden Hochelfen auch in der Jetztzeit noch Unterschlupf in ihrem Tempel bietet. Also insofern finde ich die Verwandlung in Katzen schon passend, aber rein regeltechnisch sehe ich nicht, inwiefern eine Katze besser geeignet ist, gegen Ratten zu kämpfen. Es ist auch vorgesehen, dass die Helden später selber in Katzen verwandelt werden. Und wenn man sich das wertetechnisch einfach anschaut, ich sehe den Vorteil nicht. Und man denkt sich schon auch, hey, wir haben hier diese Hochkultur, in der jede einzelne Person magisch war und alles, was ihnen eingefallen ist, nachdem ihre Stadt gefallen ist, war, sich in süße Miezekatzen zu verwandeln? Also, ja. Es gibt eine Erklärung, die so nicht im Abenteuer steht, aber die man als Spielleiter bringen kann. Und zwar, man muss bedenken, die Fenwar, also die Hochelfen, waren eine Hochkultur. Und ähnlich wie wir, waren die meisten von denen nicht mehr sonderlich überlebensfähig. Sondern die haben halt einfach ein gutes Leben geführt und haben sich Freizeitaktivitäten und den schönen Künsten und so weiter hingegeben. Also insofern kann man schon argumentieren, dass sie mit dieser Bedrohung nicht so wahnsinnig gut umgegangen sind. Aber auch wenn sie ziemliche Couch-Potatoes waren, dann waren sie immerhin noch magische Couch-Potatoes. Und ich finde, also ein bisschen mehr als diese Katzenverwandlung muss da schon gehen. Also vor allem in Richtung Elementarmagie. Man muss es jetzt nicht übertreiben, aber irgendwie muss man hier diese klaffenden Logiklöcher stopfen. Und also eine der Ideen, die ich hatte, war zum Beispiel, dass man diese Verwandlung in Katzen nicht so sehr zum Kämpfen und Rattentöten verwendet, sondern eher um sich ungesehen in der Stadt zu bewegen. Weil also dafür kann ich mir eine Katze besser vorstellen. Also dass sie eben als Katzen in der Stadt rumschleichen und die Bedrohung im Auge behalten und ja, also es bleibt wackelig, aber es ist zumindest ein Ansatz. Dann bei den Hochelfen muss man insgesamt ziemlich nachbessern, denn erstens, keiner erklärt den Helden irgendwas vernünftig und die lapidare Erklärung ist dann: Ja, es ist schon so viel Zeit vergangen und also die letzten Hochelfen, die sich überhaupt noch aus ihrer Katzengestalt zurückverwandeln können, die sind auch ziemlich degeneriert und haben alles vergessen. Also das finde ich insgesamt sehr schwach und enttäuschend. Und es ist zwar viel Arbeit, aber hier würde ich als Spielleitung ganz klar nachbessern. Also auch hier hilft die Lektüre von diesen beiden Elfenromanen. Und dann haben diese Hochelfen auch was zu sagen. Also gerade auch zum Beispiel die Zerzalpriesterin oder Sylmian, der so als persönlicher Kontakt der Helden zu den überlebenden Hochelfen fungiert. Und hier hätte ich auch keine Hemmungen, irgendwelchen Spielerelfen, die daran interessiert sind, auch irgendwelche hochelfischen Zauber mitzugeben. Weil das ist was, was bleibt und woran man sich immer gerne erinnert. Wenn dann der Spiegelband tatsächlich birst, ist der richtige Zeitpunkt gekommen, um Naheniel Quellentanz zur Orchideenoper zu schaffen. Denn, so erklären die Hochelfen, ja, wenn man dort musiziert, dann ist diese Musik in der ganzen Stadt zu hören. Und das möchte man, wenn man eben den Spiegelband heilen will. Also,
das kann man irgendwie argumentieren, das ist in Ordnung. Streich den random Elfenvampir, der sich da bei der Oper rumtreibt. Ich würde den durch einen Nachtalbenspäher ersetzen. Denn Beorn der Blender bringt einige Nachtalben mit. Nicht genug, dass man davon ausgehen kann, dass es Paduna und dem Namenlosen wirklich ernst ist mit diesem Versuch, den Basiliskenkönig zurückzuholen. Aber sagen wir mal nicht so viele, dass die Helden rettungslos verloren sind. Und ich denke, da bei der Oper kann man gut einen Einzelnen als Gegner bringen, um eben zu zeigen, wie sehr ein Einzelner sie schon fertig machen kann. Außerdem würde ich dann hier, nachdem der Nachtalbenspäher idealerweise tot ist, die Zerzalpriesterin benutzen, um den Ort, wo Nahiniel spielt, zu schützen. Und zwar finde ich es nicht verkehrt, das hier mit einer Liturgie zu machen, weil das hat mehr Impact auf das Weltbild der Helden, als wenn sie das einfach mit einem Zauber machen würde. Also ich würde mich hier an dem rondrianischen Schutzsegen orientieren und damit könnte sie beispielsweise die verseuchten Ratten von der Oper fernhalten. Also dieser Schutz ist notwendig, dass die Helden das Gefühl haben, dass die Nahiniel und Alejandriel dann da auch zurücklassen können und die nicht persönlich die nächsten Stunden und Tage beschützen müssen. Also da genug Leute mitschicken, dass die Oper sichern können und eben zeigen, dass diese Leute auch wissen, was sie tun. Als nächstes ist vom Abenteuer vorgesehen, dass die Helden den Simia-Tempel in der durch den Basiliskenkönig verheerten Zone der Stadt aufsuchen. Die Abbildungen und Texte im Tempel sollen sie dann auf die Spur des schwarzen Auges von Simiella bringen. Und dieses schwarze Auge sollen sie dann benutzen, um damit den Feind auszuspionieren und rauszufinden, wo der eigentlich ist und was der tut. Also so gerne ich meiner Gruppe den Simia-Tempel zeigen möchte, so an den Haaren herbeigezogen finde ich das Ganze. Also mir leuchtet nicht ein, warum die überlebenden Hochelfen nicht wissen sollten, dass sie ein schwarzes Auge in der Stadt haben und dass sie die Helden nicht direkt dahin schicken können. Also hier würde ich wirklich auf den Simia-Tempel verzichten, schweren Herzens, und die Helden direkt zum schwarzen Auge schicken. Den Simia-Tempel könnten sie ja zum Beispiel immer noch durch Zufall entdecken, wenn sie sich aus welchen Gründen auch immer in der verheerten Zone rumtreiben. Oder ich finde, es ist auch nichts kaputt, wenn sie den Tempel erst nach dem Finale kennenlernen. Denn sie haben ja die blaue Simia-Flamme des Wassers dabei und die soll auch in den Simia-Tempel, das ist klar. Aber es muss nicht so künstlich und nicht an dieser Stelle sein. Das schwarze Auge befindet sich in der Sala der Zaubersänger. Und dort kommt es zu einer Begegnung, die dann auf den dritten Verrat verweist. Und zwar treffen sie dort eine Dryade, die weiß, dass Sylmian sie damals verraten hat, weil er Paduna verfallen ist. Sylmian bereut diesen Verrat mittlerweile und versucht seit, ich denke es sind tausende von Jahren, diese Sache wieder gut zu machen. Aber er hat es halt nie vor den anderen Elfen zugegeben. Was eine ziemliche Leistung ist, wenn man bedenkt, dass sich Elfen eigentlich regelmäßig im Salasandra verbinden und es eigentlich unmöglich sein sollte, irgendwas vor seiner Sippe geheim zu halten. Aber gut, Hochelfen sind komisch, vielleicht benutzen die kein Salasandra mehr. Ich weiß es nicht. Die Helden können an dieser Stelle Sylmian, zu dem sie zu dem Zeitpunkt eigentlich eine gute persönliche Beziehung aufgebaut haben sollten, aus dem Spiel nehmen, indem sie ihn verurteilen, verbannen, versonst was. Oder sie können eben sagen, ja, es tut ihm ja leid und er bemüht sich so, er darf mit uns gegen Beorn den Blender kämpfen. Sollten sie Letzteres tun, sieht das Abenteuer vor, dass er in dem Moment, wo er merkt, dass hier irgendwie Pardonas Präsenz mit im Spiel ist, den Helden in den Rücken fällt. Das wäre dann also der dritte Verrat. Und also, wenn man die Helden nicht völlig kaputt machen möchte und mit dieser Gruppe noch was anfangen,
dann würde ich diesen dritten Verrat streichen. Also mein Plan ist, dass Sylmian befürchtet, dass Padona da sein könnte bei dieser Schlacht am Schluss und dass er deswegen den Helden aktiv sagt, ihr könnt mir nicht trauen. Lasst mich zurück, fesselt mich mit allem, was ihr habt, magisch und sonst wie, und sorgt dafür, dass ich nicht zu ihr zurücklaufen kann. Das greift dieses Verratsthema auf und hat auch eine große Tragik, finde ich. Aber es ist eben nicht die Wiederholung davon, dass die Helden ständig von allen verraten werden. Da wir gerade sowieso schon von Padona gesprochen haben. Die Helden wurden bereits über Padona aufgeklärt und vor ihr gewarnt. Aber Padona tritt nur so über Eck im Finale auf. Und zwar handelt sie durch Beorn. Und die Helden können das eventuell so ein bisschen aufblitzen sehen. So veränderte Augenfarbe und vom Auftreten her und so. Aber ich finde, das ist irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. Ja, man kann Beorn nicht durch Padona ersetzen. Denn Beorn soll ja erlöst werden. Das ist ein göttlicher Auftrag an einen von den Helden. Aber umgekehrt würde ich auch sagen, ist ihre Anwesenheit nicht wirklich notwendig. Also soll das Ganze vielleicht noch ein bisschen epischer machen, aber ich glaube, ich würde Padona hier einfach weglassen. Also sie kann ja gerne Strippenzieherin dahinter sein, aber ich finde, Beorn kann gerne selbst handeln, denn er ist vorher als mächtiger Geweihter des Namenlosen aufgebaut worden. Und diese Sache mit dem Seelengefängnis und Beorns Schuldgefühlen funktioniert meines Erachtens auch ohne, dass Padona unmittelbar da ist. Also ich glaube, ich werde Padona hier einfach weglassen und mehr auf Beorn fokussieren. Ja, dann auch wenn die Helden schon einen Nachtalben zur Strecke gebracht haben sollten und dabei hoffentlich ein bisschen was über die gelernt haben, es sind ja immer noch welche da und also ich habe mir verschiedene Ansätze überlegt, wie man damit umgehen könnte. Also man muss natürlich zeigen, wie gefährlich die sind. Ich dachte mir, es könnte zum Beispiel einer von denen Simariel, also die Zerzalpriesterin, wegsnipen. Denn die soll am Schluss sowieso von der Simia-Flamme geheilt werden. Also kann sie auch einem von den Nachtalben zum Opfer fallen. Und also ja, meine Gruppe ist nicht besonders kampfstark. Das könnte sich als großes Problem am Schluss erweisen. Deswegen gebe ich ihnen die Möglichkeit, Tykranor zu wecken. Also das ist dieser in eine Goldstatue verwandelte Enkel Pyrdakors, der eigentlich für ein späteres Abenteuer vorgesehen ist. Und also ich denke, ich werde den dann einsetzen, um ihnen das Gröbste vom Hals zu halten. Er wird auch ein paar Katzen grillen, denn ihm ist es herzlich egal, was er da unten eigentlich abfackelt. Es ist alles nur Gewürm für ihn. Aber ja, wenn er sich halt auch einen von den Nachtalben krallt oder sowas, dann wäre ja auch schon was gewonnen. Außerdem habe ich mir überlegt, dass man die Nachtalben vielleicht bei ihrem Hochmut packen könnte. Also, dass zum Beispiel einer absichtlich seinen Bogen weglegt und die Helden eben nicht schon von der Brücke schießt, sondern sich unnötigerweise in den Nahkampf begibt oder ja, solche Sachen. Tja, und so hoffe ich, dass meine Gruppe irgendwie mit Mühe und Not das Finale überleben wird. Tja, also ich denke, Beorn werden sie erlösen. Es gibt hinreichend gläubige und pazifistische Charaktere, die da dahinter sind. Und für die möchte ich die Szene auch noch ein bisschen, ja, individualisieren, aufwerten, da halt was draus machen. Aber tja, irgendjemand muss ihn letztlich töten. Denn in Anbetracht dessen, was Beorn alles getan hat, kann dieser NSC hier nicht weiterleben. Also irgendjemand muss es letztlich tun. Das waren meine Überlegungen zur Simjala-Kampagne als Spielleiterin. Ich mag die Kampagne nach wie vor. Aber ich bin inzwischen eben nicht mehr blind dafür, dass sie auch Schwächen hat, mit denen man irgendwie umgehen muss. Ich hoffe, meine Überlegungen helfen euch weiter
wenn ihr das Ganze auch irgendwann einmal leiten wollt oder waren auch einfach nur so für euch interessant. Macht's gut! Sanja Sala!